Man hat es auch später zum Beispiel bei der Athene, in der Ilias wird sie als eulenäugig bezeichnet. Glaukopis. Ja, ja, genau. Und Kops ist ein alteuropäisches Lehnwort. Das ist also, haben die Griechen angenommen, aber das Wort selbst ist nicht indoeuropäisch. Das ist interessant. Das ist interessant. Das haben Sie ja nachgewiesen. Keramik. Ja, ja, genau, Keramik. Das ist ein Lehnwort. Und Kaminos, also der Brennofen, auch das wichtige Element. Der Kamin. Aber ursprünglich hieß es Brennofen, also um Keramik herzustellen. Das ist auch ein alteuropäisches Wort, das ist nicht griechisch ursprünglich. Die Griechen haben viele von diesen Elementen aufgenommen. Und weil sie selbst vielleicht, man könnte sagen, fast ein schlechtes Gewissen hatten, wie sollen wir damit nun umgehen, das ist ja nicht von uns. Da haben sie das sozusagen, Angriff ist die beste Verteidigung, und haben alle anderen Völker als Barbaren bezeichnet und waren stolz auf ihre Errungenschaften, mochten aber nicht zugeben, dass sie vieles, zum Beispiel auch den Weinanbau, von der vorgriechischen Bevölkerung übernommen haben und auch viele Ausdrücke, die Terminologie. Und kein Mensch später hat das also sich klar gemacht, dass die Griechen ja sehr viel von dem Alten aufgenommen haben, aber sie haben es nicht zugegeben, weil sie ja die Zivilisierten waren und die anderen waren die Barbaren. Und das ist auch eine bestimmte Perspektive, die ich hier eröffnen möchte, dass man sieht, dass die Griechen nicht bei Null angefangen haben. Und dass man es viel realistischer jetzt beurteilen kann, welches ihre Errungenschaften waren, nämlich das, was sie angenommen haben, weiterzuentwickeln. Jetzt beschreibt der Apollonius